der Kaffeeschreibtisch schon leicht über. Spannung, Stress und Schockmomente. Mieke und Christine aus Berlin werden heute 5 Gadgets fürs Auto testen und dabei an ihre Grenzen gehen. Aus Sicherheitsgründen passiert das auf einem Verkehrsübungsplatz. Ups, oh, sorry. Oh je, das fängt ja gut an. Auf zum ersten Gadget. Nur, was soll das bloß sein? Für mich sieht's aus wie eine Sirene. Ja, aber hier steht doch hot, heiß und kalt. Vielleicht so eine Art Bunsen, also nicht Bunsenbrenner, so eine Art Herdplatte für, weiß ich, also Getränke? Für ein Getränk? Für ein warmes Getränk? Richtig, das ist ein thermoelektrischer Getränkewärmer und Kühler für 13,90 Euro. Perfekt für lange Autofahrten. Kühlt Getränke bis so auf 6 Grad ab und erhitzt sie auf 70 Grad. Ah! Und das kinderleicht. Einfach an den Zigarettenanzünder anschließen, auf Hot oder Cool stellen und schon beginnt der Heiz- bzw. Kühlvorgang. Doch vorher gibt es ein Problem. Wie soll das dann kühlen? Aber warum ist dann... Oh, ich verstehe. Entweder habe ich es jetzt kaputt gemacht oder... Nee. Ah. Blond. Das wollen Mieke und Christine genauer wissen und machen den Temperaturcheck. Jetzt misst das lauwarme Getränk knapp 39 Grad. Wie das nach 10 Minuten Autofahrt sein wird, das nächste Problem. Aber ist doch auch scheiße. Guck mal, wenn der während der Fahrt, ja, dann wackelt es doch alles. Das Problem ist gerade, dass ich das die ganze Zeit halten muss. Es gibt keine Halterung für. Ja, am Schalter hier kann ich das nicht. Huh. Siehst du, da haben wir das erste Problem. Ich bin rangekommen, sofort gekleckert. Na, hoffentlich wird die Spritztour besser. Oh, ey, der Kaffee schwappt hier schon leicht über. Echt? Ja. Scheiße. Haare sitzen auch nicht. Meine Augenbraue verläuft. Der Kaffee verläuft auch. Oh, oh, ja. Also echt nichts für schnelle Touren. Nach 10 Minuten Rüttel- und Schüttelfahrt der zweite Temperaturcheck. Vorher hatte der Kaffee knapp 39 Grad Celsius. Jetzt ist er so heiß, dass das Thermometer nichts mehr misst. Mmh. Ist auf jeden Fall heiß. Und auch der Kühlvorgang hat Erfolg. Die Temperatur sinkt von knapp 35,5 Grad auf unter den messbaren Bereich. Zeit für die Vergabe unserer Rennräder. Es kühlt und wärmt, nur wirklich der größte Nachteil ist, dass man es die ganze Zeit halten muss. Ja, also es nervt die ganze Zeit, um immer zu sagen, ja, ich fahre jetzt nach links. Ich bin für 3 Rennräder. Stimme ich zu. Ja. Auto-Gadget Nummer 2. Die automatische Parkscheibe für 2,90 Euro. Auch Mieke kennt ihn, den Knöllchenärger. Jetzt gibt es aber dieses batteriebetriebene Ding. Es stellt sich automatisch weiter, sodass die Polizeihostess glaubt, man sei noch gar nicht lange weg. Heißt das, wir können stundenlang shoppen gehen, ohne dass wir ein Knöllchen gesehen haben? Sehr cool. Das ist krass. Ja. Fällt's auf, wenn's jetzt fehlt? Ja. Die Handhabung ist kinderleicht. Batterie rein, Uhrzeit über den Regler auf der Rückseite einstellen, auf Run schalten, fertig. Mal ran. Funktioniert das? Tick, tack, tack, tack. Das Gadget ist witzig, aber leider nicht erlaubt. Wird die Parkstrategie entlarvt, gibt's die Höchststrafe fürs Parken ohne Parkschein, 30 Euro. Aber man kann die Uhr auch ausstellen. Dann funktioniert sie wie eine ganz normale Parkscheibe. Ich finde die Parkscheibe super. So kriegt man wenigstens keine Strafzettel. Deshalb gibt es von mir 5 Rennräder. Leider ist es ja verboten und deswegen sage ich 4. Nö, ich bin für 5. Also ich finde das Ding klasse. Also man sieht es hier hinten nicht. 5, ich bleib bei 5. 4. 5. 4,5. Guter Deal. Ob es der Kfz-Rückspiegel mit Bluetooth-Freisprecher für 59,90 Euro auf volle 5 Rennräder schafft? Mieke und Christine sind zwei unglaubliche Quasselschrippen. Da kommt dieser Spezialspiegel gerade recht. Mit ihm soll man während der Fahrt sicher telefonieren. Und für Mieke hat er noch ganz andere Vorteile. Ha, auf jeden Fall viel größer als mein kleiner Pupsspiegel hier. Siehst du, da kann ich wenigstens flirten und mich viel besser schwenken. In dem Rückspiegel sind Mikrofon und Lautsprecher integriert. Einfach per Bluetooth verbinden und schon können die Freundinnen telefonieren, während das Handy sicher verstaut ist. Ich bin total gespannt, wie sich das jetzt gleich anhören wird, ob ich sie verstehe und ob sie mich versteht und wie der Ton sich anhört. Ich rufe sie mal an. Hi Schnuckimaus, hörst du mich? Ja, ich höre dich super. Perfekt. Na dann, auf zur Bewertung. Der Klang war richtig super, Empfang war auch eigentlich perfekt. Der einzige Nachteil, ich musste immer mal kurz hier so suchen,
wo das Knöpfchen ist. War kurz abgelenkt von vorne. Ja, vier Rennräder. Schnell weiter zu Gadget Nummer 4, der Vipeo für 34,95. Ihhh, hör doch auf! Ist das ekelhaft, Mann. Guck dir das Geschmodder an. Wischer kaputt, die Scheibenblätter schlieren, der Graus jeden Autofahrers, auch für Mieke. Vor allem, wenn es ein supergeiles Auto ist, eine heiße Braut drin sitzt und da irgendwelche Kackflecke draußen von den Föhn oder so. Oder irgendwelche Schlieren von den Dingern hier, ich kann das gar nicht abkommen. Verschwert euch die Sicht nach vorne. Mit diesem Spezialschneider halten Scheibenwischerblätter bis zu dreimal länger. Wie das geht? So, nochmal ein bisschen einschmieren, damit das Ganze hier schön flutscht hier. Nach der Ölsession den unteren verschlissenen Teil des Wischergummis abschneiden. Eine neue glatte Lippenkante entsteht. Der Vipeo kostet mit knapp 35 Euro so viel wie ein neuer Satz Scheibenwischer. Man spart also richtig Geld. Doch gibt es die versprochene schlierenfreie Sicht? Oh, herrlich, freie Sicht. Klare Sicht vor allem. Na, meinte ich doch. Ich finde das Ding klasse. Es ist eine leichte Bedienung und kostet nicht so viel. Kann ich mir viel mehr Schminke kaufen. Ich gebe dafür 5 Rennräder. Plus Schmutzfinger. Ob das aufblasbare Autobett für 59,90 Euro da mithalten kann? Im Auto zu schlafen kann ja im Notfall eine Weile ganz okay sein. Doch schnell droht Meckeralarm. Das ist total alles uneben und du kannst deine Beine nicht ausstrecken. Und mit dem Kopf, dein Kopf liegt total niedrig, der Rücken hoch und der Po wieder runter. Wie praktisch, dass man hiermit die gesamte Rückbank in ein einziges großes Bett verwandeln kann. Die 2,8 Kilo schwere Automatratze lässt sich in unter 3 Minuten aufpumpen. Aber Vorsicht. Aber warte mal, das rutscht. Sonst fallen die Möppis raus. Puh, dann ist es geschafft. Die Freundinnen bei der Hitze auch. Die Erwartungen liegen hoch. Auf zum Liegecheck. Okay, es ist zwar jetzt viel bequemer als vorhin, aber halt diese komische Haltung, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Mieke gibt 4 von 5 Rennrädern. Denn wenn man das Bett umgekehrt auf den Boden legt, hat man sogar noch eine Luftcouch. Perfekt zum Chillen für unterwegs.